Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich glaube, die Debatte hat gezeigt, es ist ein wahnsinnig ernstes Thema. Die Schicksale, die von verschiedenen Rednern hier beschrieben worden sind, die machen betroffen. Lassen Sie mich, bevor ich auf das Doping-Opferhilfegesetz konkret komme und dort in medias res gehe, zunächst aber einen kurzen Blick darauf werfen, was wir derzeit in Sachen Doping international erleben müssen. Wir haben auf der einen Seite Marokko und Äthiopien, denen das Olympia ausdroht, weil sie sich dem Kampf gegen Doping verweigern. Wir haben Kenia, die Ukraine, Weißrussland, die gravierende Defizite aufweisen in der Frage der Bekämpfung von Doping. Der chinesische Schwimmverband soll Ergebnisse von positiven Proben vertuscht haben. Und wir haben jetzt ganz kürzlich die Berichte über Doping in England. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Integrität des Sports und der olympische Gedanke gefährdet sind. Als Koalition machen wir deshalb ernst im Kampf gegen Doping und haben im vergangenen Jahr das Anti-Doping-Gesetz verabschiedet. Dass es jetzt erste Ermittlungen gibt, zeigt, dieses Gesetz greift. Ich zitiere mal in diesem Zusammenhang einen derzeit ermittelnden Staatsanwalt im Fall von Doping im Ringen. Dieser hofft, dass sich das, Zitat, Kartell des Schweigens hinter den Doping-Netzwerken durch das Gesetz aufbrechen lässt. Um genau ein solches Netzwerk an Hintermännern geht es auch bei der Aufarbeitung des Zwangsdopings in der DDR. Im DDR-Dopingprogramm waren es allerdings keine privaten kriminellen Netzwerke, sondern es war der DDR-Unrechtsstaat selbst. Und Herr Dr. Hahn, das ist doch genau der Unterschied eben zwischen dem privat organisierten Doping auf der einen Seite und der Frage, dass eben die DDR selbst als Staat von oben herab ja ohne das Wissen auch der Sportlerinnen und Sportler dort gedopt hat und ja, die Bundesrepublik Deutschland eben nicht der Rechtsnachfolger dann der DDR ist. Und deswegen ist es genau richtig, wie wir hier an der Stelle auch das Doping-Opferhilfegesetz in Anschluss an das Gesetz von 2002 entsprechend geschrieben haben. In diesem sogenannten, es wurde auch schon genannt, Staatsplan-Thema 14.25 gipfelte das geheime und flächendeckende System, in dem eben staatlich organisiert und von oben erzwungen Leistungssportler ohne ihr Wissen gedopt wurden. Dies war wohl ein einzigartiger Missbrauch mit Medikamenten, ein großer Menschenversuch durch den Staat, wie das auch der Staatssekretär gerade eben schon gesagt hat. Die DDR war in der Folge eine der erfolgreichsten Sportnationen der Welt. 1988 in Seoul beispielsweise belegte sie Platz 2 im Medaillenspiegel. Wie wir heute aber wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, war dieser vermeintliche Erfolg sehr teuer bezahlt. Eben nicht nur, weil die Attribute des sauberen Sports, Fairness, Chancengleichheit nachhaltig beschädigt wurden, sondern weil die Athletinnen und Athleten durch einen verordneten Raubbau am eigenen Körper gesundheitlich teilweise massiv geschädigt wurden. Wir haben heute einige Beispiele gehört. Gesundheitliche Folgeschäden sind unter anderem Krebs, Organversagen, Hormonstörungen oder Störung des Bewegungsapparats. Da kann man im Übrigen nur jedem auch empfehlen, mal einen Blick auf die Homepage des Doping-Opferhilfevereins zu werfen, wo das sehr, sehr genau dokumentiert ist, wie breit dann auch Krankheiten hier verbreitet sind. Diese heutige Diskussion, die wir hier führen, darüber, wie wir den Opfern von damals helfen können, ist deshalb auch ein Signal an die Sportler, die vielleicht dieser Tage mit dem Gedanken spielen, mit Hilfe von Doping ihre Leistung zu steigern. Ihr schadet der Integrität des Sports. Ihr werdet, auch dank des Anti-Doping-Gesetzes, bestraft werden. Aber vor allem, ihr geht ein enorm hohes Risiko für eure Gesundheit ein. Doping ist gefährlich. Doping lohnt sich nicht. Deswegen Finger weg von Doping. Zurück zum Doping-Opferhilfegesetz. Die Zahlen zeigen das Ausmaß des Zwangsdopings in der DDR. Über 10.000 Spitzenathleten im Leistungs- und Nachwuchssport wurden zu DDR-Zeiten gedopt. Wie perfide und systematisch gedopt wurde, zeigt sich in der Rolle des sogenannten Sportmedizinischen Dienstes, SMD. Die Spitzensportler in der DDR wurden nämlich nicht nur von ihren Trainern und Betreuern bewusst hinters Licht geführt, sondern auch von den lokalen Vereinsärzten, die das Vertrauen der Sportlerinnen und Sportler ausnutzten und sie täuschten. 1990, und diese Zahl ist interessant, umfasste der Sportmedizinische Dienst allein 600 Mitarbeiter. Man sieht, wie flächendeckend dieses Netz gewesen ist. Diese haben sich ausschließlich mit dem Thema Leistungssport befasst. Hier wird deutlich,
wie stark und übermächtig der Staat auf der einen Seite war und wie klein dagegen der einzelne Sportler gemacht wurde. Im Deutschlandfunk kamen unter dem Titel »Auf der Strecke geblieben« die Opfer des deutsch-deutschen Medaillenrennens, die Schicksale ostdeutscher Zwangsdopingopfer zur Sprache, vor allem ihre Wut und Enttäuschung. Die schockierenden Berichte, zu welch krassen Mitteln sogar bei Minderjährigen gegriffen wurde, haben verschiedene Redner angesprochen, anhand schockierender Beispiele. Die meisten Opfer haben erst Jahre nach dem Mauerfall von dem systematischen Doping an ihrem Körper erfahren. Für die Dopingopfer war und ist die Realisierung des Geschehens ein schmerzhafter Prozess. Das Verständnis dafür, dass man diese Schäden eben nicht selbst zu verantworten hat, sondern andere sie einem zugeführt haben, ist unbegreifbar. Das erste und jetzt das zweite Dopingopferhilfegesetz sind ein starkes Zeichen, dass die Bundesregierung und der Bundestag das Leid der Opfer und deren Schicksal anerkennt. Es ist eben nicht nur die finanzielle Einmalzahlung, sondern wir sagen dazu auch, wir erkennen dieses Leid und dieses Schicksal an. Der parlamentarische Staatssekretär Dr. Schröder hat bereits erläutert, wie dieses zweite Dopingopferhilfegesetz an das erste Gesetz von 2002 anschließt. Ich möchte mich auch im Namen der AG Sport für die Initiative und das Engagement danken und möchte auch appellieren, dass wir jetzt schnell bis zur Sommerpause fertig werden mit diesem Gesetz. Zusammenfassend will ich an der Stelle noch sagen, dass es uns als CDU-CSU-Fraktion wichtig war, dass jeder Geschädigte den gleichen Betrag erhält, unabhängig davon, wann der Antrag gestellt wurde, also 2002 bis 2007 oder dann eben ab jetzt, und auch, dass die Ansprüche niedrigschwellig und kurzfristig geltend gemacht werden können. Durch die Abwicklung über das Bundesverwaltungsamt kann dies treffsicher geschehen. Es ist jetzt unser Auftrag als Gesetzgeber, den potenziell Anspruchsberechtigten dann auch mitzuteilen, wenn wir das Gesetz verabschiedet haben, dass sie von dem Dopingopferhilfegesetz auch Gebrauch machen. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir sehr, dass wir mit diesem guten Gesetz ein Stück Gerechtigkeit für Sie, die Opfer des DDR-Dopings, schaffen können und freue mich, wenn wir das dann auch bis zur Sommerpause hinbekommen. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Flugrath für die SPD-Fraktion.